Aber wir haben jemanden hier, der das Ganze vielleicht etwas einordnen kann, weil er bis vor kurzem noch mit Michael Wendler geredet hat und auch sein Manager, ich hoffe, immer noch ist und das vielleicht mal sagen kann, was passiert ist in den letzten Tagen. Mal ein kleiner Applaus für Markus Krampe. Hallo Markus, ja, schön, dass du da bist. Wahnsinn erstmal. Versuch das Ganze doch mal bitte für uns einzuordnen. Also wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, müssen wir mal sagen. Und haben natürlich auch in der letzten Zeit öfter was miteinander zu tun gehabt, weil du Michael und auch Laura mittlerweile managst. Ja. Aber was ist denn da heute jetzt passiert um 19 Uhr, als er dieses Video getan hat? Also ich muss natürlich sagen, das ist, was ihr ja gerade schon gesagt habt, ist ja alles sehr mit heißer Nadel gestrickt. Auch für mich ist das ein Schock. Was ich jetzt heute hier erlebt habe. Das hat sich angedeutet über einen längeren Zeitraum. Wir haben ja unsere gemeinsamen Shows und so gehabt, da war noch alles relativ entspannt. Und dann kamen immer größere Dinge dazu, also Sendungen und auch Werbedeals und so weiter. Also es war sehr erfolgreich. Das mündete dann in der Teilnahme bei DSDS. Und oder endete in der Teilnahme bei DSDS, war so das Highlight. Und alles lief perfekt. Jeder weiß, der Michael Wendler hatte ein paar finanzielle Probleme, steuerliche Art. Alles war so eingeplant, dass zum Ende dieses Jahres alles erledigt war in dieser Richtung. Dass er also komplett schuldenfrei ist, dass sie ein sorgenfreies Leben in Amerika haben. Wir haben da, ich habe ja schon mal vor 10 Jahren mit ihm zusammengearbeitet, bis zu seiner Dschungelteilnahme. Das war damals der Grund, warum ich damals aufgehört habe, weil es da schon hinter meinem Rücken eine Zusage gab. Und das war für mich der Grund, damals zu sagen, ich mache das nicht mehr. Und vor einem Jahr kamen dann einige Leute auch von RTL auf mich zu und gesagt, willst du das nicht nochmal machen? Wir sehen da eine große Chance, weil Michael Wendler schon Potenzial hat, auch mit Laura und so. Und das lief alles wirklich gut. Und ich habe aber so seit 3 Wochen gemerkt, auch am Anfang bei DSDS, oder wir haben einen großen Deal ja bis eben gehabt mit Kaufland. Die haben natürlich jetzt alles gesperrt und alle Partner. Ich habe jetzt in den letzten 2 Stunden, glaube ich, ungefähr 15 Anwälte am Apparat gehabt, bundesweit. Die auch RTL-Anwälte natürlich, die alle Verträge sofort auflösen werden und die Karriere von Michael Wendler beenden mit sofortiger Wirkung. Und es ist so gewesen, dass vor 3 Wochen mir das aufgefallen ist, dass er immer krasser in seinen Aussagen wurde, was so Corona angeht. Wir waren bei dem Dreh für Kaufland, dann hat er das Team immer aufgefordert, zieht die Masken ab, das ist alles Mumpitz, da ist nichts dran. Habe ich ein paar Mal erinnert, ich sage, hör mal, hier ist ein großes Team, hör auf mit diesem, ne? Das ist doch normal, alle müssen Masken tragen und so. Nein, dieses ganze Corona ist eine Riesenlüge. Wenn du das auch glaubst und so, dann bist du genauso krank und so. Und dann habe ich gesagt, hör mal, irgendwas stimmt ja nicht. Und das wurde immer abstruser, also auch die Aussagen. Und ich habe dann angedacht, dass vielleicht mal sinnvoll wäre. Deswegen ist das auch, man lacht bei dem Thema Michael Wendler, das ist auch immer lustig oder Spaß oder so. Ja. Im Moment ist es so, dass ich ganz klar sagen muss, für mich ist er krank, also tatsächlich krank. Er hat mich angerufen, eben als er dieses Ding hochgeladen hat. Ich war auf der Autobahn und ja. Es hörte sich für mich so an wie so ein Anruf von jemand, der zum letzten Mal jemand anruft und sagt, pass auf, ich beende jetzt meine Karriere, ich komme nie wieder nach Deutschland. Wir werden alle sterben. Ich will als Held sterben. Sieh zu, dass du nach Amerika kommst, vielleicht hast du dann noch eine Chance. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los und so. Ich werde jetzt das hochposten. Du warst immer ein treuer Begleiter, du hast ordentlich mitgearbeitet und ja, das war schon krass. Wow. Ich war auch, also wie schon gesagt, uns ist das Lachen auch im Halse stecken geblieben, weil das halt wirklich eine harte Geschichte ist, aber das war, geht er jetzt noch ans Telefon? Hast du es noch mal versucht, ihn zu erreichen? Du hast das Video bis dato ja noch gar nicht gesehen. Doch, ich habe das ja gesehen. Ich habe es im Auto mir direkt angeguckt und bin fast links und rechts jemand reingefahren, habe gesagt, nimm das sofort runter. Also am Anfang war es ja, wie du sagst, ganz normal noch. Ja. Und das war natürlich krass, dass er so. Wir hatten heute noch einen Flug umgebucht. Also er sollte eigentlich um 20.15 Uhr fliegen über Washington nach Frankfurt und sollte morgen zum Corona-Test kommen und sollte weitermachen bei DSDS. Ich habe eben eine halbe Stunde mit Dieter Bohlen telefoniert, der ist auch geschockt, das ist ja auch immer ein Mann des harten Wortes, aber der ist auch relativ angefasst, wie alle, weil Michael Wendler, man sieht in der Öffentlichkeit immer und denkt, ach komm, das ist doch alles witzig und so. Das ist schon eine Karriere, die man sagen muss, auch gerade in letzter Zeit, die ja nicht klein war. Und Michael Wendler ist ja sehr bekannt in Deutschland und wir haben da alle sehr viel Herzblut und so auch reingesteckt. Aber mir geht es jetzt gar nicht so um das Geschäft.
man kann auch sagen, also ich behaupte, dass wir auch befreundet sind, ja, privat. Ja, immer danach aus, also ihr seid ja auch immer. Es geht dir ja auch jetzt sehr nah. Also, ja, also er ist jetzt nicht so ein... Du weinst jetzt bestimmt nicht wegen der finanziellen Sachen, sondern dass du angegriffen bist, sondern wegen dem, wegen dem, was da auch menschlich hintersteht. Ja, das ist natürlich eine menschliche Tragödie, kann man schon sagen. Und er hat mir dann erzählt, er hat mit Attila Hildmann telefoniert die ganze Nacht und diese ganzen Namen, ich kenne diese Leute nicht. Ich war noch nie auf Telegram. Er hat mir immer gesagt, lad das runter, mach das. Dann habe ich gesagt, hör auf. Und bei DSDS, und das war, er hat mir bei seinem letzten Tag, wir waren ja auf dem Schiff, DSDS, zum Drehen, da hat er mir an der Reling gesagt, ja, pass auf, ich glaube, das ist das letzte Mal, dass ich hier bin. Und dann habe ich gesagt, wie, bist du behämmert? Warum? Also, nein, das mache ich nicht mehr mit. Wir werden du kriegst das alles nicht mit, was mit der Regierung um uns herum passiert. Und ich sagte, wir müssen vielleicht mal hier einen Psychologen dazuziehen oder so. Keine Ahnung. Nein, du bist ja, aber bist du behämmert? Ich bin doch ganz normal. Ich sehe das klar. Ihr seht das alle falsch. Und dann ist er ja vor 5 Tagen, ich habe das ja der Presse alles so ein bisschen verschwiegen, der ist ja bei Nacht und Nebel einfach abgehauen nach Amerika mit Laura. Und ich wusste es nicht. Ich habe im Hotel angerufen, wir wollten ein paar Sachen, oder Mitarbeiter wollten ein paar Sachen abholen. Und die sagten, ja, Sie sind ja Management, Sie müssen doch wissen, der ist heute Nacht abgereist. Also es war jetzt... Vor 3 Tagen, aber was war konkret heute? Also wie ist der heutige Tag, wie sah der aus? Also der heutige Tag, eigentlich sollte er schon vor 3 Tagen kommen, weil ja ein DSDS-Dreh gestern schon war. Genau. Ja, also dein Tag aus seiner Perspektive. Da hat er mir zuerst geschrieben, alles ist klar, er fliegt. Und 2 Stunden vorher hat er geschrieben, er hat Fieber, er hat Kopfschmerzen und Corona-Anzeichen. Und dann habe ich gesagt, nein, also was, dies und jenes. Muss zum Arzt gehen, Test machen. Und dann hat er mir gesagt, er hat eine Panne, eine Autopanne, was weiß ich. Das ist auch, was wir gelesen haben, auf dem Weg zum Flughafen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das machen wir jetzt. Habe mit der Produktion gesprochen, haben die gesagt, okay, diesen einen Tag können wir ihn rauslassen. Und und heute sollte er eigentlich fliegen, weil morgen, weil wir nächste Woche wieder Drehs haben und er muss, wenn er aus so einem Risikogebiet kommt, mehrere Tage vorher einen Corona-Test machen. Das hat er auch gesagt, dass er das macht. Wir haben mehrere Flüge umgebucht und dann eine Stunde vor Abflug hat er mich dann eben angerufen und hat gesagt, pack deine Sachen, komm schnell hier hin, wenn du überleben willst. Und dann habe ich gesagt, ich entnehme deinen Worten, dass du jetzt nicht fliegen willst. Ach, wer redet von Fliegen? Ich werde nie wieder nach Deutschland kommen. Das wird Deutschland wahrscheinlich auch nicht mehr geben nächstes Jahr und so. Und also das ist schon, das ist ein komplett anderer Mensch gewesen. Also was ich du davon sowas hältst, noch nie erlebt. Also was du von den Worten hältst, ist die Frage, spare ich mir vielleicht, weil ich denke mal, du bist unserer Meinung, dass Deutschland nächstes Jahr existieren wird. Ja, natürlich. Ich distanziere mich nicht. Ich distanziere mich nicht von ihm als Mensch. Nein, weil, nein. Aber natürlich die Äußerung trage ich natürlich in keinster Weise mit. Deswegen ich mache im Nebenjob noch 30, 40 Veranstaltungen im Jahr, die ich alle verschoben habe dieses Jahr. Und ich weiß, was daran hängt und ich weiß auch, was dieses Corona ist. Also ich bin kein Mediziner, aber natürlich sind die Maßnahmen alle berechtigt. Aber menschlich ist das natürlich ein Desaster. Ne? Wir wissen, also das kann ja auch nicht von irgendwo herkommen. Glaubst du denn, gibt es da konkret Leute, mit denen er sich da jetzt in letzter Zeit beschäftigt hat? Weil Telegram ist ja schon so eine eigene Gruppe. Wir kennen ja schon den einen oder anderen, der Viruszeug dort geredet hat, auch Personen im öffentlichen Leben. Gibt es da irgendwas konkret? Hat er da neue Bezüge? Oder ist ja, da also der passiert? Hat mir sämtliche Namen genannt, die ich auch aus der Presse so kenne, wie Professor Bakshi und Attila Hildmann, der jetzt kommt da rein, erfüll mich. Ja, den kenne ich jetzt nicht, aber... Ist eigentlich nach unserem Dreh zum Vatertag, wird das passen, da hätten wir den mal treffen sollen, aber so heißen die. Ja, es ist echt krass, wie schon gesagt, wir sind live, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt auch mitmachen, dann können wir die auch gerne weiterleiten unter dem Hashtag Pocher. Ich weiß nicht, Hima, gibt es schon irgendwas, was die Leute wissen wollen? Oder? Ja, es war gerade in der Telegram-Gruppe eine Frage, soll ich Markus feuern? Wurde aber gerade jetzt wieder gelöscht. Von Michael Wendler in seiner Gruppe hat er eine Umfrage gestartet. Ich habe nichts abgestimmt, aber soll ich meinen Manager Markus feuern? Und das jetzt vor 20 Sekunden hat das wieder gelöscht. Also wieder unabhängig davon, wie soll denn eine Zusammenarbeit zwischen euch beiden überhaupt noch aussehen? Wenn er ja wieder arbeiten möchte hier oder kann und Deutschland nicht mehr will, das ist ja im Prinzip ja schon... in Stein gemeißelt, dass ihr... Also ich habe ja innerhalb der letzten 2 Stunden, glaube ich, mit der kompletten Chefetage von RTL gesprochen und ich kann mir das sehr schwer vorstellen, dass da noch mal irgendwas in naher Zukunft passiert. Also man soll nie sagen, aber das ist natürlich ein Schlag. Es ist auch sehr gefährlich, ne? Wenn du da... also es ist natürlich auch für dich, du wirst ja in selber Licht gerückt in dem Moment, wenn du ja...
diesen Künstler. Ja, also ich muss sagen, ich bin weit davon entfernt. Ich habe mir immer geschworen, Michael Wendler ist natürlich immer ein Thema, was in beide Richtungen gefährlich werden kann. Und ich wusste immer, auf was ich mich einlasse, aber ich bin weit davon entfernt, jemand menschlich, wenn es ist klar, dass wir wahrscheinlich nicht mehr zusammenarbeiten werden, aber menschlich in die Pfanne zu hauen. Ich bin jetzt nicht hier, um zu sagen, pass mal auf, ich möchte den jetzt hier vernichten. Nein, nein, nein. Ich möchte eigentlich helfen, dass er vielleicht sich professionelle Hilfe sucht, weil ich noch mal, man soll das nicht falsch verstehen, dass sie jetzt sagen, ach, die haben jetzt über Jahre zusammen, der hat auch Geld mit dem verdient und das und so. Ich bin so jemand nicht, der dann hier irgendwie den Mann komplett vernichtet, weil ich glaube, dass das wirklich vielleicht auch mit der Vergangenheit zu tun hat. Man muss sich auch mal vorstellen, Michael Wendler hat berechtigt, manchmal auch unberechtigt, die letzten 10 Jahre abgekriegt ohne Ende. Mm. Also medial, ich glaube, es gibt wenige, die mehr Bild-Zeitungstitelseiten hatten und davon waren 90% negativ. Und das muss man auch mal wegpacken. Ne? Ich habe immer gedacht, irgendwann kommt vielleicht mal der Überschnapper, dass man das nicht mehr verarbeiten kann. Deswegen habe ich gesagt, lass das mit dem Polarisieren und dieses Ganze, mach deine Musik und mach das, den Leuten gefällt's oder auch nicht. Auf jeden Fall hat es funktioniert, aber ich glaube, dass das auch viel mit der Vergangenheit zu tun hat. Ja, wir haben auf jeden Fall, es war ja alles auf einem sehr, 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 sehr guten das Weg. Das muss man sagen. Ja wirklich mal sagen, dieses Jahr. Werbedeal. Ja. Sehr, sehr kurios. Welchen er auch noch eine Stunde vor dieser Botschaft noch, Also es ist nicht nur der, es ist, ich kann das sagen, ohne dass ich Firmen nenne, Wendler und Laura sind schon ein Duo, was für große namhafte Firmen funktioniert. Und also ich glaube, dass er sich, wenn er bis Ende nächstes Jahr weitergearbeitet hätte mit DSDS und allem, dass er sich nie mehr hätte Sorgen machen müssen. So, und, gutes Stichwort, Laura. Das würde mich nämlich auch interessieren. Ist sie denn da mit drin oder distanziert sie? Weiß man da irgendwas? Also das würde mich auch mal interessieren. Die Laura ist natürlich Tag und Nacht mit ihm zusammen und sie hört sich das alles an, glaube ich. Michael Wendler hat auch ein sehr einnehmendes Wesen. Also ja. er kann auch Leute vielleicht mitreißen und so. Und ich glaube nicht, dass sie vieles so teilt wie er, also so krass. Aber natürlich sind die ein Paar, die sind verheiratet und sie wird natürlich zu ihm halten, gehe ich mal fest von aus, weil es ist auch so, nicht vielleicht, wie die Öffentlichkeit denkt, das ist alles eine PR-Nummer oder so. Also ich kann sagen, ich habe das erlebt, die lieben sich wirklich und ich war oft genug dabei. Das ist also ein echtes Paar und ich wünsche ihnen alles Glück dieser Welt. Ja, wir natürlich auch, vor allem Gesundheit.